In Nordsyrien hat die Kurdenmiliz YPG mit dem Rückzug aus den umkämpften Gebieten begonnen. Man habe keine Kämpfer mehr in der Grenzstadt Ras al-Ain, hieß es. Der Rückzug aus dieser Stadt und der umliegenden Gegend ist Teil einer Vereinbarung, die auch seit 3 Tagen eine Waffenruhe in Nordsyrien vorsieht. Die Türkei möchte in der Region eine sogenannte Sicherheitszone einrichten. Sie hatte am 9. Oktober mit Angriffen gegen die Kurdenmiliz in Nordsyrien begonnen, nachdem die USA angekündigt hatten, ihre Truppen dort abzuziehen. Nach Angaben des UN-Nothilfebüros wurden in der vergangenen Woche mindestens 165.000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben. Die Situation in den syrischen Lagern nannte die Organisation extrem besorgniserregend.